is here by Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Auch Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann noch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Herr Grisio ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schau. Die Eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu einem neuen, zu einer neuen Episode und zu einem neuen Part. Anwesen, böse Aufdeckungen. Nein, Resident Evil Revelations ist dann doch besser. Die sollen sie nicht bekommen. Das Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Okay. Sicherheitsanweisungen. Da dieses Schiff bereits in einem Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Seesicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich den Inhalt über den Notfall gut einprägen. Erstens, die Queen Zenobia verfügt über zwei besondere Energiegeneratoren. Sollte das Hauptgenerator ausfallen, sorgt die Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reserveenergie. Zweitens, dieses Schiff verfügt über vertikale Schurten, die im Falle einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Diese Systeme funktionieren auch dann, wenn es keine Schäden erlitten hat. Ach, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Okay, okay. Aber scheinbar sind das jetzt nicht mehr kleinere Schäden, sondern ich wollte mal sagen, das sind ganz schön große Schäden. Mal sehen, wie wir das hinkriegen können. Wenn es eine Ersatzmechanik gibt, dann ist das vielleicht ganz gut. Können wir die vielleicht verwenden. Raymond! Hier, yeah, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon gesagt habt, Oha. Ihr braucht dringend Strom. Wenn das mal nicht... Der Ankerschlüssel ist das. Nope. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Ihr habt niemanden gesehen. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Doch, ich glaube, die Rachel, die habe ich, habe mich mal informiert. Ich weiß, wer die ganzen Leute sind. So ein bisschen. Und ich glaube, och, ich bin einmal im Kreis gegangen, wie schön. Und ich glaube, die haben wir schon mal gesehen. Die haben wir alle schon mal in einem Part gesehen. Ich habe da nämlich so eine Vermutung.
wo die war. Und ich habe demnach, weil ich weiß oder vermute, ich sag mal vermute, weil wissen tue ich es nicht. Ja, das funktioniert immer noch nicht. Wäre zu einfach. Irgendwo im ersten Stock war hier eine Tür. Hat er jetzt gesagt. Und das ist doch hier der erste Stock. Hier. Nö, hier ist nichts. Das sah nur so aus. Seltsam. Hier müsste es doch sein, oder? Hier durch. Da geht es zum Pool. Dann sollten wir vielleicht auch mal rein. Vielleicht ist das sogar der Weg ans Ziel. Jetzt habe ich vergessen, worüber ich gelabert habe. Nun war es wohl nicht wichtig. Irgendwas habe ich gerade geredet. So. Hier endlich alles. Erzähl nicht. Du hast gesagt, das braucht lange. Aber nicht so lange. Erzähl keinen Scheiß. Aber was ist mit dem Wassersystem? Du willst mir nicht erzählen, dass das so lange braucht. Tja. Naja. Ich dachte, wir wären dann mal irgendwann mal bereit. Aber hier ist, glaube ich, sowieso nichts weiter. Was? Da kann ich rein. Cool. Tauchen. Schwimmi, schwimmi, schwimmen. Und da will ich nicht zu nah ran schwimmen. Oh, da geht's durch. Interessant. Ich weiß nicht, ob wir hier durch sollen, aber wir können. Hier auftauchen. Cool. Hier waren wir noch nicht. Hier gibt es Spezialzubehör, was auch immer das ist und was auch immer wir damit anfangen können. Illegales Zubehör. Okay. Oha. Jede Menge Baufallen. Handgranaten. Wow, ho, ho, ho. Sachte, sachte. Nicht gleich den ganzen Schuppen in die Luft jagen. Gibt es hier auch noch etwas außer Munition? Ach, hier kann ich wieder baden gehen. Geh baden! Unterwasserwelt. Da war hier noch was. Nur Munition. Ich bin ein wenig enttäuscht. Muss ich zugeben. Dass hier nur Munition rumlag. Aus was auch immer für einen Grund. Können wir die auch nicht aufheben. Ja, haben wir wohl genug. So, dann tauchen wir mal wieder. Zack. Nein, nicht auftauchen. So, wo geht's lang? Da geht's längs. Durch den Tunnel von Monstrum. Okay, ist klar. Haben wir da eine versteckte Sache gefunden?
Ein bisschen Munition für den kleinen Mann. Schadet ja nicht, ein paar Bombenreserve zu haben. Vielleicht kommt es ja irgendwann zu einem Bossgegner und ich sollte mich daran erinnern, dass ich diese Baudinger habe. Und mich zugleich daran entsinnen, wie man sie einsetzt. Sag mal, wir sind es doch im ersten Stock. Oder täusche ich mich da komplett? Wo zum Geier ist die besagte Tür, in die wir rein sollen? Da backt etwas. Vielleicht noch ein Zür? Noch ein Zür geht's nicht. Mysteriös. Müssen wir noch mal runter und den werden Rottopf mal danach befragen. Ja, hier sind wir einmal rumgegangen. Die Treppen sind dort drüben. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, würde ich mal sagen. Warte mal, ich laufe die ganze Zeit hier mit der Pistole rum. Dabei kann ich auch diese wunderschöne Flinte hier in die Finger nehmen. Das sieht ein bisschen epischer aus. So, sag mal an. Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Den Gang im ersten Stock? Ja, da war ich gerade eben auf dem Gang im ersten Stock. Schön, alles schön und gut, aber... Daraus kamen wir wahrscheinlich gerade. Das ist dieser Kommunikationskabuff auf dem Gang im ersten Stock. Bin ich schwer von KP oder ist das wirklich ein großes Rätsel? Ja, jetzt muss ich erstmal die Musik laden. Auf dem Gang im ersten Stock. Dadurch vielleicht. Ich weiß leider nicht, wo der erste Stock liegt. Na doch, weiß ich, aber da war ja nichts. Hier womöglich. Da ist zumindest eine Ankertür. Können wir schon mal öffnen. Hier ist nicht viel. Das ist ein kleiner Raum. Ja. Und was sollen wir hier? Ja gut. Verschwinden wir wieder. Der Gang im ersten Stock. Hier vielleicht. Ich irre hier wieder ein bisschen rum. Ja, Resident Evil ist dann halt auch ab und an mal für sowas gemacht. Dass man halt ein bisschen ruhigere Szenen hat und halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, rumläuft.
Okay, dafür brauchen wir einen Kartenleser. Ich laufe mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir unterwegs ja mal etwas Ähnliches wie das Casino. Das lese ich aber jetzt nicht durch. Brauchen wir das Wissen aus diesem Buch? Ich hoffe, nein. Hier sieht alles sehr aufgeräumt aus. Und die untere Karte zeigt auch alles blau an. Hier sind wir auch schon mehrere Mal durchgerannt. Auf dem Gang im ersten Stock. Eine großzügige. Vielen Dank dir auch, Rotschopf. Dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Entschuldigung, ich bin schlecht im Namen merken. Etwas, was aussieht wie ein Casino, kann ja nur in diesem teuren Bereich dort liegen. Das gibt's ja nicht mehr viel anderes. Muss ja irgendwo dort im Casino-Bereich liegen. Hier blutet's auf dem Boden. Oder blutete. Guck nur noch im ersten Stock, oder? Im Gang im ersten Stock. Nun, ich glaube, ich bin schwer von KP. Und das Spiel ist es nicht. Wenn ich es gefunden habe, dann sage ich mir immer so direkt, oh Scheiße. Warum habe ich es nicht gefunden? Dann sagst du mir, gibst mir noch einen weiteren Hinweis, oder? Der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Ja, aber wo verdammt nochmal ist der Gang im ersten Stock? Und da oben, das Ding dort, das da. Meint er das dort? Ja, ich habe mich mal kurz informiert. Erster Stock, ja, erster Stock, sagte er, erster Stock. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, oder? Wie würde ich mal das sagen? Erster Stock. Hier steht Cafeteria. Casino ist nämlich nicht im ersten Stock. Ich zeig euch mal, wo das ist. Das ist hier schön versteckt. Hier, zacke die Dust da mal um die Ecke. Ich meine, da steht Casino. Erster Stock, ja, erster Stock. Erster Stock. Gucken wir mal hier um die Ecke. Guck mal. Hier, das ist doch alles eben hier. Wo ist das hier, der erste Stock? Wo ist, das ist doch hier Erdgeschoss. Bin ich sogar U1. Sehr genaue Wegbeschreibung. Vielen Dank. Kannst mich mal dich einfach in die Irre zu führen. Na. Wirst du fertig. So, das sieht richtig aus. Oh, eine Rolltreppe. Dann fahren wir mal eine Rolltreppe. Der Strom ist ausgefallen. Der Strom ist ausgefallen. Ne, das Lied ging irgendwie ein bisschen anders. Oha, das sind diese Fischchen. Die dann zu... Die später noch zu Haien werden. Ein Buch. Bericht der Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt,
wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was darin vor sich geht. Es ist so einfach, man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen. Und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht, 107 Gramm. Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Aha. Und wo kriege ich Münzen her? Eine gute Frage. Nächste Frage. Da wollen wir vermutlich rein. Munitionskiste Pistole aufgenommen. Aha. Lauter Spielgeräte. Ich weiß gerade nicht, wie ich sie nennen soll. Und jetzt nenne ich sie Spielgeräte. Arcade. Dinger. Ah, hier muss ich die Münzen reinlegen. Sieht aus, als könnte man hier Münzen platzieren. Jo. Verschlossen, wie sich die Tür öffnen lässt. Jo, und wo kriege ich jetzt Münzen her? Kannst du mir das vielleicht verraten? Oha. Strom wieder einstellen. Und es blinkt und glitzert wieder. Und dann bekommen wir hier sicherlich auch Münzen. Wenn das hier wieder funktioniert. Da gibt es sogar Casinos. Ja. Dann spielen wir mal ein bisschen. Ich brauche eine Münze für den Automaten. Ja, und wo finden wir eine Münze? Ein Glücksspiel. Kann süchtig machen, Teilnahme erst ab. Ja gut, das Spiel ist sowieso ab 18. Alternativ könnte es auch ab 16 sein, aber es sollte ab 18 sein. Ja, sag mir, wo ich Münzen finde. Ich will zocken. Ich will um mein Glück spielen. Um mein Glück erspielen. Hier auf dem Tisch. Yep, das ist Poker. So, nu. Wie komme ich an Münzen? Tast drücken, yep. Oh Mist. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oha, 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 oha. Oha, oha, oha. Infizierter Viecher. Oha, 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 oha. Hey, weg mit euch, weg mit euch. Ja, ich kann nicht zielen. Sterbt. Endlich ist es etwas ruhiger. No, ja, kann ich schauen, wenn es ein bisschen lauter ist. Ich sehe da was. Ist schon leise genug hier. Oh, eine Münze. Jetzt können wir spielen. Jetzt können wir unser Glück herausfordern. So. Und uns im Glücksspiel. Kriege ich damit mehr Münze? Sowas hätte ich gern zu Hause. Die Münze eingeworfen, naja dann. Zack, zack, zack. Sie bekommen eine Münze zurück. Ach so, na das ist ein gutes Gewinnspiel. Wenn ich meine Münze mal wieder zurückbekomme. Kann aber eine Ewigkeit dauern. Müssen wir so weitermachen. Wenn wir so weitermachen, dann dauert es das noch. Ich versuche mal einen anderen
Automaten aus. So laufen Casinos aber nicht in Wirklichkeit. Yes! Ein Haufen Münzen aufgenommen. Vielleicht reicht das schon. Bah! Das Becken, seht ihr dieses Becken, das sieht eklig aus. Ekelhaft. So. Och nö. Gott. 17 Gramm. Und die Silberne hier macht 9 Gramm. Und die Bronzene hier macht 7 Gramm. Neuse haben 100 Wilse. Oder 150. 9. 110. 108. 105. Das sind 107. Perfekt. Das ist aber doch ja nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und schon sind wir im Luxusraum.